Benjamin C. aus Neumünster fragt: Moin, Herr Experte. Ich habe im Internet von der sogenannten INAP-Therapie gelesen. Funktioniert diese Therapie? Wie erfolgreich ist diese Therapie? Und was halten Sie persönlich davon? Hallo Benjamin, Sie sind bestens informiert. Die INAP-Therapie ist in Deutschland noch vergleichsweise neu, obwohl das Grundprinzip dieser Therapieform schon relativ alt ist. INAP steht im Prinzip für das genaue Gegenteil von CPAP. INAP bedeutet nämlich Intermittent Negative Air Pressure, also intermittierender negativer Luftdruck. Während CPAP ja nachts die Atemwege durch Überdruckbeatmung offen hält, also die Atemwege quasi pneumatisch schient, arbeitet die INAP-Therapie mit Unterdruck. Die Anfänge von INAP liegen im Jahr 2011. In diesem Jahr gründete der Taiwanese Dr. Chung-Chu Chen, der selbst unter Schlafapnoe leidet, seine Firma Sonnix Incorporation. Er konnte selbst nicht mit CPAP therapieren und suchte deshalb nach einer verträglicheren und einfacheren Therapieform. Die von ihm gegründete Firma hatte sich zur Aufgabe gemacht, Schlafapnoe-Betroffenen, die nicht mit CPAP therapieren können oder wollen, eine echte und einfachere Alternative anzubieten. Wie funktioniert nun diese Therapie ganz genau? Das INAP-System besteht aus folgenden Bauteilen: einer Konsole in der Größe eines Smartphones, welches den Unterdruck produziert, einem Speichelbehälter, einem Schlauch und einem Mundstück. Das war's auch schon. Die Konsole wird durch einen integrierten Akku mit Energie versorgt. Der Akku hält ca. 4 Nächte à 8 Stunden durch. Die Konsole wiegt ca. 200 Gramm und über den Schlauch und das Mundstück wird in der Mundhöhle ein Unterdruck erzeugt. Dieser negative Luftdruck zieht die Zunge und den weichen Gaumen, also das Gaumensegel, nach vorne, um so die oberen Atemwege freizuhalten. Der Unterdruck wird vom Gerät immer nur dann wieder neu hergestellt bzw. aufgebaut, wenn der Unterdruck im Mundraum abzusinken droht. Deshalb spricht man von intermittierendem Unterdruck. Wo liegen die Vorteile von INAP gegenüber CPAP? Hier sind insbesondere 5 Vorteile zu nennen. Man braucht keine Maske, folglich sind jegliche Komfortprobleme, die durch das Tragen einer Maske entstehen können, schon mal nicht vorhanden. Es ist deshalb auch völlig klar, dass die Therapietreue bei INAP gegenüber CPAP deutlich höher ist. Das Gerät arbeitet zudem sehr geräuscharm, also deutlich leiser als ein CPAP-Gerät. INAP ermöglicht zudem ein natürliches Atmen. Es wird ja schließlich keine Luft in Ihren Körper gedrückt. Sie müssen also nicht beim Ausatmen einen Gegendruck überwinden. Auch das verbessert verständlicherweise die Compliance. Das INAP-Gerät ist sehr leicht, kompakt und reisetauglich. Das können Sie im Gegensatz zu CPAP praktisch überall mitnehmen. Auf die Berghütte, bei einer Hüttenwanderung oder zum Campen. Und natürlich auch auf einen Langstreckenflug. Und last but not least sind Sie unabhängig vom Stromnetz, da das Gerät von einem wiederaufladbaren Akku mit Energie versorgt wird. Für wen ist die INAP-Therapie eigentlich geeignet? INAP soll insbesondere bei den Patienten zum Einsatz kommen, die nicht oder nicht ausreichend gut mit CPAP therapieren können. Der Hersteller gibt auf seiner Webseite an, dass die Therapieform bei leicht-, mittel- und schwergradiger Schlafapnoe geeignet ist. Der Apnoe-Hypopnoe-Index muss mindestens 5 pro Stunde betragen, darf aber den Maximalwert von 55 pro Stunde nicht überschreiten. Laut Hersteller kommen insbesondere Betroffene in Frage, deren zu schlaffes und/oder zu weiches Gaumensegel zu einer übermäßigen Kollapsibilität neigt. Auch eine verlängerte Zunge ist ein verlässlicher Prädiktor zur Vorhersage des Behandlungserfolgs. Der Laie kann diese genannten Faktoren natürlich nicht einschätzen. Deswegen bedarf es in jedem Fall der Untersuchung durch einen Schlafmediziner. Das INAP-Gerät kann deshalb auch nur von einem Arzt verordnet werden. Das INAP-Gerät hat natürlich nicht nur Vorteile, denn wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. Schauen wir uns also die Nachteile an. Ich finde das INAP-Gerät mit ca. 1500 Euro nicht gerade preisgünstig. Gesetzlich Krankenversicherte müssten, wenn sie sich für diese Therapie entscheiden, diese Kosten auch selbst bezahlen.
Privatkrankenversicherte sollten, also zumindest auf Basis der derzeit gültigen Rechtslage, von ihrer Versicherung die Kosten erstattet bekommen. Nun lässt sich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen, dass die iNAP-Therapie auch den gewünschten Erfolg bringen wird. Deshalb kann man sich das Gerät auch für eine 12-tägige Leihphase ausleihen. Ein solches Leihgerät kostet für 12 Tage knappe 300 Euro. Also ich finde das auch schon relativ teuer. Bei diesen Kosten bleibt es allerdings nicht. Das Mundstück und der Schlauch müssen alle 3 Monate gewechselt werden. Der Speichelbehälter alle 6 Monate und die sogenannten Dry Pads, also die Filter, die in den Speichelbehälter eingelegt werden, müssen täglich getauscht werden. Wenn Sie sich also an diese Herstellerangaben halten, dann müssen Sie zusätzlich mit laufenden Kosten von ca. 500 Euro jährlich rechnen. Diese Zahlen habe ich von der Webseite des Herstellers entnommen. Wenn Sie beispielsweise 25 Jahre lang mit iNAP therapieren, dann summieren sich also die laufenden Kosten auf ca. 12.500 Euro. Also da kommt schon einiges zusammen. Das erinnert mich fast ein bisschen an die Nespresso-Kapseln. Ja, Sie wissen schon, die Nespresso-Maschine ist vergleichsweise günstig, aber die Nespresso-Kapseln, die gehen mit der Zeit so richtig ins Geld. Okay, das ist ja natürlich nur Geld. Viel wichtiger ist natürlich die Wirksamkeit dieser Therapie. Hierbei ist zu beachten, dass die Nasenatmung gut oder sehr gut funktionieren sollte. Wer also eine eingeschränkte Nasenatmung hat, zum Beispiel weil die Nasenscheidewand verkrümmt ist oder die Nasenmuscheln vergrößert sind, der wird mit iNAP nicht oder nicht ausreichend gut therapieren können. Denn während der iNAP-Therapie wird ausschließlich durch die Nase geatmet. Der Mund muss also im Schlaf geschlossen bleiben. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann stellt iNAP keine wirkliche Alternative zur Überdruckbeatmung dar. Doch nun zur wichtigsten Frage überhaupt. Wie effizient kann iNAP nächtliche Atemstörungen, also Atempausen und Atemflussreduzierungen, unterdrücken? Vermutlich ahnen Sie es bereits, die Studienlage ist sehr schwach. Insgesamt konnte ich nur 4 publizierte Studien finden, die auch von unabhängigen Gutachtern aus dem gleichen Fachgebiet überprüft wurden. In diesen 4 Studien wurden insgesamt gerade mal nur 86 Patienten mit iNAP behandelt. Das ist also eine sehr dürftige Datengrundlage. Zur Ehrenrettung von iNAP muss ich allerdings sagen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass bei recht neu eingeführten medizinischen Hilfsmitteln zu Beginn nur sehr wenige Studien mit geringer Evidenz vorliegen. Schauen wir uns nun diese 4 Studien etwas genauer an. In einer Studie wurden 34 Patienten mit iNAP therapiert. Ergebnis? Der Apnoe-Hypopnoe-Index, AHI, wurde durch iNAP von 32 in der Stunde auf 8,7 in der Stunde reduziert. Das entspricht einer AHI-Reduzierung von fast 73%. Das ist ein wirklich sehr guter Wert. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass bei dieser Referenzstudie, die regelmäßig vom Hersteller als Beweis für die Wirksamkeit angeführt wird, die behandelten Patienten vermutlich sehr gut vorselektiert waren. Bedeutet, es wurden nur die Patienten in die Studie eingeschlossen, von denen man auch erwarten konnte, dass sie ein sehr gutes Ansprechen auf die iNAP-Therapie zeigen. Denn 2 Studien belegten eine deutlich geringere AHI-Reduzierung. Diese lagen nur zwischen ca. 26% und 30%. Diese Ergebnisse sind bestenfalls als gerade noch ausreichend zu bezeichnen. In der letzten der 4 Studien kann man von einer sogenannten Ansprechrate von 57% bzw. 64% lesen. Als Ansprechrate wurde hier eine 50%ige Verringerung des AHI gegenüber dem Ausgangswert definiert. Bedeutet also im Umkehrschluss, dass 43% bzw. 36% der Patienten keine 50%ige AHI-Reduzierung erreichten. Auch wenn die Datenlage, wie gesagt, sehr dünn ist, kann man aber sicher sagen, dass die AHI-Reduzierung durch iNAP deutlich unterhalb der von CPAP liegt. CPAP erreicht im Durchschnitt eine AHI-Reduzierung von ca. 80%. Vorausgesetzt natürlich, man kommt mit dieser Therapieform auch zurecht. Denn die Therapieverträglichkeit von CPAP ist deutlich schlechter als die von iNAP.
Was kann ich Ihnen also in Bezug auf INAP empfehlen? Wenn Sie mit CPAP nicht zurechtkommen und Sie auch keine Probleme mit Ihrer Nasenatmung haben und Sie es auch nicht scheuen, die Therapiekosten selbst zu übernehmen, dann kann INAP eine echte Alternative darstellen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der durchschnittliche Therapieerfolg merklich geringer ist als bei der CPAP-Therapie. Hinzu kommt natürlich, dass auch INAP nur eine Symptombehandlung darstellt, denn die Ursache der Schlafapnoe liegt schließlich überwiegend in einer zu starken anatomischen Verengung der oberen Atemwege und nur sehr selten in einer übermäßig starken Kollapsibilität des Zungengrunds oder des Gaumensegels. Bedeutet das Zurückrutschen der Zunge im Schlaf, der sogenannte Weichgewebekollaps, in den Rachenraum ist in der Regel nur der Auslöser für Atemaussetzer und Atemflussminderungen, nicht jedoch die eigentliche Ursache. Die Verengung der oberen Atemwege an sich ist die Voraussetzung dafür, dass der stets im Schlaf einsetzende Weichteilgewebekollaps zur Blockade der Luftwege führt. Und nur durch die operative Beseitigung dieser Atemwegsverengung lässt sich eine dauerhafte Heilung von der Schlafapnoe erreichen. Sollte die ursachenbezogene Therapie in Ihrem Fall möglich sein, kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, diese einer Symptombehandlung wie zum Beispiel CPAP oder INAP vorzuziehen. Wie diese ursachenbezogene Therapie ganz genau funktioniert, erfahren Sie in einem eigenen Video, was ich hierzu gemacht habe. Unten in der Infobox finden Sie den Link dazu. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.